Auto ist gestartet, Leute. Klima läuft schon. Ich hoffe, bei euch ist alles frisch. Willkommen auf meinem YouTube-Channel. Wir sind noch in Lissabon, Portugal. Ich bin noch eine Woche hier geblieben nach dem Wettkampf. Und heute geht's ab ins geilste Gym Portugals, und zwar ins Blackout Gym. Da waren wir die letzten Tage schon. Das ist unnormal geiles Feeling dort. Die geilsten Geräte. Also so eine Auswahl gibt es echt wirklich in keinem Studio, was ich vorher gesehen habe. Gerade Beine haben wir gestern trainiert und die kannst du dir da auf einer kompletten Area wirklich auseinanderfetzen des Todes. Also wirklich, wer hier ist, mal in der Gegend, Blackout Gym, Lissabon, unbedingt mal abchecken. Ansonsten Outfit of the Day, Climax Tanktop, kriegt ihr übrigens jetzt im Shop auch mit. For real 10, spart ihr 10% aufs gesamte Sortiment. So, Werbung ist genug gemacht fürs Erste. Wir machen uns auf den Weg. Und da sind wir auch schon, Leute. Unser Apartment ist einfach nur 10 Minuten entfernt vom Gym. So muss man das machen, finde ich, wenn man im Urlaub ist. Immer schön darauf achten, wo die geilsten Gyms sind. Und dementsprechend dann passend buchen. So Leute, einige Maschinen sind schon hinter mir, unter anderem diese granatengeile Gym 80 Schulterpresse. Also ich muss sagen, die geht sogar wieder echt ganz gut, also echt wirklich ohne Probleme, obwohl ich so voll bin. Also schultertechnisch ist bei mir wirklich wieder alles im Lot, da bin ich echt froh drüber nach der langen Zeit. Ja, ansonsten das Feeling hier im Gym ist einfach geil. Der Kollege, der mir gerade auch geholfen hat beim Satz, hat einfach gefragt, ey, kann ich mittrainieren? Komm, ich helfe dir hin und her. Kein großes Gelaber, nur wirklich Leute, die Bock haben, richtig Gas zu geben. Und das fehlt einfach leider in Deutschland in den Gyms. Hier ist natürlich auch erlaubt zu filmen, also überhaupt gar kein Problem. Wurde uns direkt am Eingang gesagt.
dass wir gerne filmen können, gerne Content machen können. Sowas unterstützen die auf jeden Fall sehr. Und ja, ist halt einfach Bombe. Muss man mal ganz klar sagen. Ansonsten geht es jetzt gleich weiter mit noch einer Übung für die seitliche. Und dann weiter mit Brust. Ich fange aktuell sogar bei dem schulterlastigen Tag an mit einer schrägen Brustvariante im Hit-System. Und danach mache ich meinen ganz normalen Schulterkram. Einfach um nochmal meine Schwachstelle, die obere Brust, ein bisschen auszumerzen. So, in diesem Sinne geht es jetzt weiter mit dem Training. Nautilus Chest Press darf natürlich auch nicht fehlen. Das gute Stück hier habe ich ja bei mir auch im Gym in der Ballerbude stehen. Aber die Reha-Version am Kabel, das City Plate Loaded. Ich muss sagen, meine gefällt mir tatsächlich besser. Aber kann auch sein, dass ich mich einfach auf die so eingespielt habe. Aber auf jeden Fall von Nautilus die beste Brustpresse und allgemein meiner Meinung nach, ja, gerade so für die gesamten Brustmuskelfasern, also nicht nur obere, mittlere und untere, sondern wirklich die gesamte Brust, ist das einfach eine Brustpresse, die die Titte zum Wachsen bringt und dementsprechend auf jeden Fall jedem zu empfehlen, der die Möglichkeit hat, an so einer Maschine zu trainieren in seinem Gym. Ja, ansonsten mache ich hier jetzt noch 1 bis 2 Sätze, dann bin ich auch durch. Ich mache jetzt in der Recovery-Phase nach der Prep diese Woche auf jeden Fall ein bisschen weniger Gewicht, beziehungsweise ein bisschen weniger Volumen. Natürlich Gewicht immer alles bis zum Muskelversagen, hohe Intensität, aber einfach weniger Volumen, um dementsprechend so ein bisschen den Körper zu erholen. Das brauche ich auch, da ich am Ende der Prep halt wirklich echt viel gemacht habe. Ich trainiere normalerweise auch Push so, dass ich Schultern, Brust trainiere und abends nochmal Trizeps. Das mache ich hier im Urlaub nicht. Das ist zu stressig. Damit fange ich erst wieder nächste Woche an und dementsprechend jetzt gleich nochmal eine ordentliche Schippe Trizeps über Kreuz am Seil und dann ist das Training für mich auch done. Uff, Leute, das Training ist rum. Post-Workout-Meal gab es schon. Man hat hier übrigens auch ein Restaurant mit drin. Man hat hier einen Posing-Raum, der übrigens echt sehr gutes Licht hat. Da könnt ihr auf jeden Fall auf dem Big Zone Channel nochmal meinen Formcheck euch angucken. Jetzt gibt es hier erstmal Monster Ultra Water Lemon. Keine Werbung an dieser Stelle. Einfach geil bei diesem warmen Wetter. Ja, Training war brutal, muss ich sagen. Das war jetzt das 4. Training hier. Und man kommt jetzt so richtig rein. Ihr kennt das bestimmt selber, wenn du in einem anderen Gym bist. Du musst dich erstmal so ein bisschen reinfinden. Meistens die ersten 1-2 Trainingseinheiten sind nicht so übelst krass. Aber jetzt mittlerweile bin ich hier schon echt richtig drin und ich könnte jetzt hier auf jeden Fall noch ein paar Wochen verbringen. Aber Sonntag geht es leider schon wieder ab nach Hause. Ja, so ist das. Aber Urlaub ist halt Urlaub und es muss auch mal wieder gehasselt werden. In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, einen Kommentar da, wie ihr das Gym findet. Und Support natürlich wie immer bei Big Zone. Die haben übrigens diese Reise finanziert. Die haben die ganzen Wettkämpfe finanziert. Die Flüge, die Wohnung, also Unterkunft und Co. auch Mietwagen. Dementsprechend da gerne mit meinem Code FORREAL10 Support da lassen. Nur so gibt es so eine Berichterstattung wie hier und allgemein wie von Big Zone.
Ich meine, das ist jetzt mittlerweile das neue Rap One, bloß in cooler. Also in diesem Sinne würde ich sagen, tschüss und ciao. Slip away today, get up and make a big change, huh? You decide your own future, a winner or a loser, a headline or a rumor, on the bench or a shooter, superstar or recruiter, defense or prosecutor, just living a consumer, or will you be a producer? If you have a dream, go capture it, go activate, get off your ass and take some action, bitch, start acting.